Und mit dem berühmt-berüchtigten Punkt, 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 die dreifache Ausführung geht es weiter bei Let's Play Wild Arms Alter Code F. Hier ist eine Anfrage von Prinzessin Cecilia Rain Adlerheide an euch, einen wahren Ritter. Leiht mir eure Stärke in Form dieses Schwertes für Fegalia. Prinzessin, ihr seid wirklich davon überzeugt. Es gibt keinen Weg zurück. Sei stark, Cecilia. Und umarme sie mit Liebe. Mit 17 Jahren ist sie kein Kind mehr. Sie ist nun eine Erwachsene. Punkt, Punkt, Punkt. Die dreifache Ausführung. Wir, die Überlebenden, werden ein Begräbnis abhalten für diejenigen, die in dieser Katastrophe gestorben sind. Noble und Bewohner. Kommen jetzt auch Credits? Okay, es kamen keine Credits. Ich muss allerdings dazu sagen, ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen gehofft gehabt, dass halt Credits kommen, weil dann hätte ich nämlich halt diesen
ominösen Joke bringen können mit von wegen, ja, hier, dass wir ein Bad Ending erreicht. Haben sie hier rausgenommen, finde ich ein bisschen schade, aber it is what it is. Auf jeden Fall. Eine Woche nach dem Angriff. Wir drei kamen einfach so zusammen, weil wir nach Nolitias Grab gesucht haben. Nun jagen wir den Dämonen hinterher. Ich möchte nicht philosophisch klingen, aber es fühlt sich an, als wäre dies Schicksal. Wie auch immer, Rudy. Es scheint für dich nicht viel dabei rauszuspringen. Bist du wirklich damit einverstanden? Profitabel oder nicht, du bist wirklich schon ein merkwürdiger Zeitgenosse. Jein, ich meine, ja, im Original war es tatsächlich, oder hätte, oder hat es sogar besser gepasst gehabt, weil es halt, hieß von wie geil. Hier, für Rudy wäre da tatsächlich nichts halt dabei rumgesprungen. Aber ich finde persönlich, dadurch, dass halt Berserk halt, oder Berserk, gemeint hat von wegen, ja, hier, diese Kraft von Rudy, diese Waffenkraft und sowas und bla bla bla. Ich denke, das könnte tatsächlich halt eher so der Motivationspunkt dann halt für Rudy dann halt gelten. Weil er könnte dadurch halt auch herausfinden, was es mit seiner Kraft überhaupt zu tun hat. Weil die Dämonen wissen halt über seine Waffe oder seinen Arm halt Bescheid. Dass er dort halt vielleicht so das eine oder andere halt entsprechend dann herausfindet. Wie auch immer. Bin ein bisschen besorgt über die Prinzessin. Sie schien so beschäftigt mit der nationalen Begräbnis und der Planung der Restaurierung zu sein. Es wird sie von den Schmerzen des Verlusts halt ablenken, aber vielleicht rede ich einfach nur zu viel. Wir sollten zur Prinzessin. Es gibt eine Menge zu tun. Hey, ich habe nach euch gesucht. Der Minister, Staatsminister Johann möchte euch sehen, bevor ihr eure Reise weiter fortführt. Der Minister ist in der Audienzhalle hinter dem Eingangshalle von diesem Schloss. Bitte beeilt euch, ja, dann gehen wir doch direkt erstmal zu ihm hin. Schön die Wache dort postieren. Gut, die Bücher habe ich schon gelesen. Ich werde mich hier in diesem Schloss auch nie richtig weit. Zurechtfinden.
Huch. Ah, hier ist er. Willkommen, ihr zwei. Bitte lasst uns direkt zum Sachlichen kommen. Die Aufgabe, die die Prinzessin von den Wächtern erhalten hat, die Dämonen zu stoppen, ist, die Dämonen zu stoppen und die Kräfte aller Wächter zu vereinen. Um die Kraft der Wächter zu einen, muss die Schreinjungfrau mit den Wächtern an den Tempeln kommunizieren, Rudy und Jack. Als Minister von Adlerheide möchte ich, dass er die Prinzessin zu den Schreinen begleitet, in dieser Stadt begleitet und sie zum Wächtertempel bringt. Wir zählen auf euch. Ja, aber wo ist die Prinzessin? Oder ist sie in dem Schrein? Das könnte natürlich auch sein. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass das Schloss so ein bisschen abseits ist. Also nicht so der direkte Pfad in der Mitte, sondern halt so seitlich ist von der Stadt. Katzin. Was zum... Ich habe mein Haar ein bisschen gefixt. Mögt ihr es? Ich bin auch in diese komfortablen Klamotten gewechselt. Sehen sie okay aus? Na ja, ich glaube, sie stehen dir. Es geht mir gut. Weinen wird nichts ändern, noch wird sie etwas Neues beginnen. Ein Regenbogen folgt immer auf einen Sturm, das ist wahr. Meine Mutter hat mich immer beruhigt, wenn ich geweint habe. Sie hat mir immer erzählt gehabt, dass nichts unmöglich ist. Dann würde, danach würde sie immer ein Gebet für mich sprechen. Sie hat mich gelehrt, in mich selbst zu glauben und an das Morgen zu glauben. Ich werde stark sein. Sogar stärker als stark. Aber ich brauche eure Hilfe. Aber ich... Ich verstehe. Prinzessin, wir sind hier, um euch zu fragen, ob ihr Teil unseres Teams sein werdet. Euer Geist wird benötigt, um zu fliegen. Also bin ich so Teil des Teams? Aber natürlich. Wir brauchen dich auch wegen deiner Zauberei. Wer sonst soll meine magischen Angriffe machen? Aber wir haben nicht viel Zeit übrig. Wir müssen jetzt gehen. Ja. Liebe Mutter, lieber Vater,
Wenn ich zurückkomme, werde ich viel, viel stärker sein. Das verspreche ich. Bitte sprich dein Gebet für unsere sichere Reise und sichere Rückkehr. Um den Wächtertempel zu erreichen, müssen wir durch den Bergpfad, der sich östlich von Adlerheide befindet. Das Feldsichtgerät, sage ich jetzt einfach mal, das wir vom Vater Johann bekommen haben, wird uns helfen, dorthin zu kommen. Die Dämonen müssten planen, weitere Menschen anzugreifen. Wir müssen uns beeilen. Und Cecilia ist der Gruppe beigetreten. Cecilia hat jetzt, denke ich mal, auch ein ganz anderes Bild. Einen ernsteren Blick. Finde ich interessant. Bevor wir allerdings halt never having had a girlfriend. Okay, hier können wir halt so ein bisschen okay, 600.000 müssen wir für einzahlen. Ist natürlich halt auch gar nicht mal so schlecht, dass man halt direkt ein Ziel halt hat. Wenn ich das Geld übrig habe, werde ich es dann natürlich halt auch entsprechend halt auch nutzen. Im Wasser Magie werde ich auf jeden Fall halt auch binden. Weil das ist das, was ich nämlich seit auch noch sehen wollte. Ob wir halt diese Quest halt haben mit der Stadtwiederherstellung. Ich denke auch mal, dass ich 2000 halt dafür halt eintrage. 598.000 Geller. Ich bin echt gespannt, wie das eigentlich mit Waffen und alles so zu tun hat. Das finde ich gut, so eine Map. Ich bin westlich. Aber ich denke mal, mit der Bergkette ist tatsächlich das hier drüben gemeint.
das werde ich halt auch als letztes noch halt kurz halt aufsuchen. Hier ist dann nämlich der Pfad. In der Regel gibt es nämlich in der Nähe immer etwas zu speichern. Okay, soll nicht Trolle bekämpfen. Aber wieder auch dem sei, ich werde zurück nach Adlerheide gehen, dort abspeichern und das nächste Mal sind wir uns dann im wir machen das anders. Ich werde ein Safe-Set setzen. Wir werden auf jeden Fall das nächste Mal hier im Bergpfad halt uns wiedersehen und damit sage ich bis zum nächsten Let's Play Part. Bleibt auf B, meldet sich ab. Vor allen Dingen auch, weil wir...